Herzlich willkommen zu einem kleinen Video der Super Extra Klasse. Heute mal, ups, jetzt habe ich hier Netflix geöffnet, was anderes auf diesem Channel. Und zwar werde ich heute mal Musik produzieren, ohne Musik zu hören. Das heißt, ich habe hier FL Studio komplett gemutet. Alles, was ich hier so mache, sogar das Metronom, ich höre einfach nichts mehr. Für Anfänger ist das natürlich eigentlich voll schwer, weil man weiß eben nur nicht, wo man mit was anfangen soll und so weiter. Und ich arbeite ja mit FL Studio oder allgemein mit Musik schon so mindestens 6 Jahre. Und deswegen weiß ich eigentlich schon ungefähr, wie ich was mache, mit was ich jetzt anfange, ohne dass ich was höre. Im Prinzip kann ich jetzt erstmal das Tempo auswählen. Zum Beispiel mache ich einfach mal 126. Ich einige mich mal jetzt einfach auf Haus hier. Aber pass auf, ich hole mir jetzt einfach von den Standard-Packs eine Kick. So, ich höre ja nicht. Das ist ein bisschen kacke. Ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass diese Kicks so ein bisschen Haus sind hier. Deshalb nehme ich einfach mal die Kick 19. Oder nee, warte, ich mache das anders. Ich lösche das. So, Kick. Dann Snare nehme ich einfach mal. Auch hier so eine, keine Ahnung, was das für eine Snare ist. So, ich höre nichts, ne? Der Master Channel ist gemutet. Ich kann mich jetzt nur an die, an den Ausschlag hier orientieren. So, okay, wir haben jetzt, ups, wir haben jetzt einen tollen Loop hier. Ich sag einfach mal Haus irgendwie, was ich denke mal, das ist dann Haus. Jetzt kommen wir zu dem Bass. Ich mach mal ein Bässchen. Dazu nehme ich mal Massive Evolving Bass. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Man merkt, ne, also man sieht es, dass hier irgendwie so ein Hall drauf ist oder sowas. Deswegen, ich will ein bisschen trocken haben. Kann ich das hier. Delay mache ich mal raus. So, jetzt ist es besser. Okay, ich nehme mal den. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nehmen wir mal hier den Buchstaben. Also. Död. Ich mache mal ein 1/6 hier. Und dann gehe ich einfach mal hoch. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich lasse das jetzt einfach so. So, pass auf. Ich habe jetzt hier eine Kick und dann packe ich auf diesen Bass eine Sidechain drauf. Wird ein bisschen runtergepumpt. Nee. Ich gucke mir mal die Sequenzen an. Frequenzen, oh, das ist wenig mit Bass. Ich muss das, glaube ich, weiter runter machen. Alter, ich habe ein bisschen Angst. So. Was machen wir jetzt? Jetzt kommen Akkorde. Ich habe mir das jetzt mal kopiert und jetzt ich mache einfach mal Akkorde. So. Oder? Mal gucken, wie das wird. Es wird so eine Katastrophe, ich weiß das jetzt schon. So, dann gebe ich mir hier noch ein paar Noten. Ich gebe ein C. Dann gebe ich hier ein Dingens. Erstmal kurz gucken, wie laut das Klavier ist. Wenn das mal spielen würde. Hä? Hallo, Klavier? Spielt nix. Warum spielt da nix? Das funktioniert. Okay. Komisch. Dann nehme ich mal GMS. Was haben wir denn hier? Crush Keys. So. Okay. Was kann man jetzt machen? Crashes. Ich nehme mal so ein Orchester-Crash. Und jetzt nehme ich mal ein Lied. Irgendwie sowas. Ferry Boots. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Did it. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung.
Okay, dann gehen wir auf diese Note, die lasse ich auch so spielen. So. Wie hoch ist denn das jetzt? Pass auf, ich gebe mal ein bisschen mehr Höhen. Habe ich so das Gefühl irgendwie. So. So, den lasse ich nämlich hier hochfiltern. Irgendwie noch ein Pad im Hintergrund. Das heißt, Shinji, Brass, nee, Pads, Join Us, FM-Pad. Nehmen wir mal das. So, dann ist hier, ne, irgendwie so ein bisschen Hausatmosphäre. Alter. Und da kommt dann auch nochmal irgendwie eine Art Melodie oder so ein Loop hin zur Abwechslung. Okay, da mache ich auch ein Sidechain drauf. Und last but not least, kommt da ein Effekt drauf, so ein Downfilter oder sowas, wie das auch immer heißt. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig. Mal gucken, wie sich das anhört. Ich habe ein bisschen Angst. Ich mache das laut. Also, let's go. Irgendwas. Alter. Leute. Alter, ich merke, wenn ich Musik mache, hört sich das gut an, aber nur, wenn ich nichts hören kann. Ja gut, ich habe mich an die weißen Noten gerichtet, da kann man nicht viel falsch machen, aber es hat schon einen coolen Groove. Ich bin erstaunt, also manchmal sollte ich auch einfach muten, wenn ich Musik mache, dann kommt vielleicht auch was ganz Gutes raus. So, Dankeschön, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und ja. Wir sehen uns dann bei einem weiteren Livestream entweder, wenn ich mal wieder, ich wurde ja gesperrt wegen bestimmten Dingen. Das werde ich mal irgendwann im anderen Video erzählen. Ansonsten sehen wir uns dann ganz normal dann im Livestream oder halt, wenn wieder ein neuer Song irgendwann irgendwie veröffentlicht wird. Bis dann und tschüss.